Hallo Leute, nach einer ganzen Weile. Was stresst du denn schon wieder die ganze Zeit? Ja, nach einer ganzen Weile geht es dann nicht weiter mit Assassin's Creed Origins. Ja, ihr seht mir bitte nach, dass es immer wieder eine Pause gab. Oder jetzt eine längere Pause gab. Und ja, es war einfach arbeitstechnisch nicht anders möglich, momentan aufzunehmen. Zumindest nicht in der Menge. So, jetzt machen wir weiter auf jeden Fall mit der nächsten Mission und die heißt Stich des Scarabeus, eine Mission für Level 15. Das ist mal wieder eine Hauptquest. Moin, moin! Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Scarabeus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Sch, bitte! Sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Okay. Aber nichts unter der Gürtellinie, wir kennen uns noch nicht so lange genug. Wo willst du denn überhaupt hin? Willst du in das Haus, ne? Es gibt viele schlimme Geschichten über den Scarabeus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Scarabeus? Wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. So, sieh dir Hakus Tisch mit Informationen an. Da müssen wir durch, oder was? Da müssen wir rein. Die Nachforschungen von Hakufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sais geht es nicht anders als Siva. Okay. Gut. Munition ist voll. Okay. Hier könnte man theoretisch Munition noch sammeln. Entführung bei Nacht. Falls ihr was lesen wollt, wie gesagt, tut das bitte. So, verfügbare Quests. Können wir die alle akzeptieren? Die nehmen wir mal alle direkt mit. Dann haben wir wieder für die nächsten Episoden was zu tun. Der letzte Mann, der Fragen über den Scarabeus stellte, wurde halb totgeschlagen. Hm. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Hm. Wer war es? Der alte Gupa, der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawak, ist sein Enkelsohn. Hey, keine Lust zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. So. Finde und rette Gupa. Komm rein hier. Vorsicht, mach die Gefäße nicht zu voll. Missionsziel in der Nähe ist Sendung.
gut, das sind jetzt mal in erster Linie mal alles Level 15, ne? Ist ja auch klar. Ist ja auch eine 15, also wieso? 15, 16? Wir sind ja 18. So, haben wir eigentlich noch irgendwas, was jetzt so uns. Da ist auch ein King. Ansonsten sehe ich jetzt so spontan nichts. Ne? Gut. Sind das zwei oder ist das einer da unten? Hat der King, der spricht nur mit einem. Okay. Panzeno, greif mal an. Ich mach das mal. Was heißt? Ich mach's mal ganz vorsichtig. Wir müssen jetzt eh ein bisschen aufpassen. Weil ihr grüßt jetzt immer doppelt sind. Ich kann jetzt nicht direkt an den King, weil da sind zwei Wachen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich ohne weiteres durchkomme. Entschuldigung, wenn ich natürlich jetzt den angreife. Diese Zone ist tabu. Was ist eigentlich mit dem Bettler? Der Stumme? Markus und Tikon haben ihn verprügelt, weil er hier rumschlich. Er ist zusammengebrochen. Hey, ich bring dich um! Bin in Reichweite! Ich hab das Ziel in Sicht! Lass ich dich leiden! Tua. Gut, wie gesagt, eigentlich sollte das noch nicht mal eine große Mission, großartige Aktion werden, weil eigentlich sind die Level, ich habe ja bewusst mich ein bisschen überlevelt jetzt. Gut, wir wollen ja Level 20 sein, um eine Philaki-Teil noch zu holen. Dann hat es mal ganz kurz ausgenockt. Ich habe ja gar nicht erst die Lücke gar nicht unten im Zaun gesehen. Aber wir haben schon mal den King. Keine Sorge, Gruppe, ich rette dich. Bei den Göttern, Markus. Du hast ihn umgebracht. Ja. So, die sind weg. Wäre die anderen zwei da unten nicht wirklich was mitbekommen, die hole ich mir jetzt auch noch schnell. Was machen wir mit. Blitze ich auf! Reiß dir die Eingeweide raus! Das ist nicht wirklich. Alter! Warte nur jetzt! Gute Nacht! So, dann haben wir die auch weg, die zwei. Plündern. Natürlich. Klar. Was macht man denn in einem fremden Lager? Richtig. Man plündert erstmal. Ein Zepter. Ort beendet. Pyroslager. Und jetzt holen wir uns den Typen hier. Oder warte mal. Ich gucke mal gerade, ob wir hier noch irgendwas befreien können. Eieiei. Den wollte ich eigentlich jetzt. Ja, befreien wollte ich dich. Ich weiß jetzt anders geplant, aber. Okay. Alles mal mitnehmen hier.
Alter, ich hab dich gerade befreit, du Missvieh. Ich hab dich gerade befreit? Du Arsche. Aber egal, wir haben sie hingekriegt. So, wir nehmen das weiche Leder mit und jetzt holen wir uns den Typen hier. Guppa, ich hol dich hier raus. So, jetzt wissen wir, was das im Haus. Ich hab ja doch irgendwo ein Reittier gehabt, oder nicht? Warte mal, wo ist denn das? Kann ich dich aufladen? Ja. So, diesmal lassen wir den Löwen in Ruhe. Ich glaube, du überlebst. So, Cooper's Haus ist die größte Villa in Zeiss. Sie wird uns natürlich angezeigt, klar. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Ach so, wir haben noch gar nicht. Ach, ich dachte, jetzt wäre die Mission wahrscheinlich schon zu Ende. Nufura hat gesagt, sie packen ihre Sachen und fliegen nach Metropolis. Unternehmer! Wanderer! Sucht nicht hier nach Trost! Ich hab's gerade gehört. So. Großvater! Geht es dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter! Großvater ist verletzt. Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. Du wurdest verarscht. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Taharka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. So. Ach, das. Ach so, doch, okay, es war schon so. Die Lügen des Skarabäus, das ist die nächste Episode, die wir uns dann ansehen. Und zwar morgen dann um 12 Uhr. Bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Genau.